Schaut, schaut, es ist ja doch noch Leben im Markt. Tatsächlich, der Nasdaq hat sich erholt. Nach der Eröffnung scheint es dann doch noch mal ein bisschen beschleunigt nach oben zu gehen. Also, wir sehen, hier ist der Tiefpunkt um 15 Uhr gewesen und dann anschließend jetzt hier 15:30 und aktuell der Kurs also nach oben geschossen. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, zumindest mal temporär, denn das ist ja immer das, worauf wir gucken. Gibt es irgendwo eine dynamische Bewegung? Und jetzt hier, zumindest in diesem kurzen Chart, in diesem kurzfristigen Chart sozusagen, da können wir schon sehen, dass zumindest mal die Dynamik im Moment überwiegt. Wir gucken mal kurz auf ein ganz kurzes Bild hier, 5 Minuten für all diejenigen, die das auch mal intraday handeln wollen. Das gleiche Prinzip gibt es natürlich auch im Größeren ja immer wieder, aber wir wollen mal ruhig im Kleinen gucken. Das ist natürlich hervorragend, wenn wir sowas sehen, ist das zumindest der Eye-Catcher, den wir eigentlich brauchen, um zu sagen, ha, jetzt sehen wir das. Jetzt brauchen wir nur noch einen günstigen Rücksetzer oder einen vergünstigenden Rücksetzer, also irgendwas, was den Kurs ein bisschen günstiger macht, um dann die Trendrichtung wieder zu handeln, also Stichwort dann die letzten Zwischenhochs beispielsweise oder aber eben auch, was natürlich ebenfalls geht, dass man andere Indizien dafür benutzt, zum Beispiel einen Indikator, wenn der dann wieder unten ist beispielsweise, der ist jetzt sehr hektisch, aber wenn man eine Einstellung wählt, die hier ungefähr das Bild widerspiegelt, was der Markt hier hat, was die Hochs und Tiefs angeht, also von den Ausmaßen, also das hier zum Beispiel scheint eine Einstellung zu sein, die recht gut unten beim Indikator das Bild widerspiegelt. Also wenn man ein bisschen seine Lieblingsoszillatoren, das muss jetzt nicht exakt dieser hier sein, aber es kann auch ein Stochastik sein, könnte ein RSI sein, ein CCI, ein Momentum-Indikator, irgendein Oszillator auf der Unterseite, den man ein wenig taktet auf das, was wir hier in der jüngeren Vergangenheit hatten. Also der ist so halbwegs das abbildend, was wir hier haben. So, jetzt sehen wir schon, der ist überkauft. Na gut, da müssen wir nicht raten. Der Markt ist ja jetzt tapfer nach oben gegangen. Aber ihr könnt schon erahnen, wenn der das nächste Mal wieder runterkommt und dann nach so einem starken, idealerweise einen schwachen Rücksetzer hat, dann gleichzeitig der Indikator hier auf der Unterseite wieder den Dreh macht, gerne auch noch ein bisschen tiefer, so, dass wir dann sagen können, hey, da müssen wir unter Umständen nicht mal darauf warten, bis wir hier drüber hinausgehen, sondern können sogar sagen, ha, da kann ich doch sogar, wenn ich das hier schon sehe, also vielleicht auf halber Strecke schon den Einstieg wagen und habe sogar noch ein bisschen bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Also ihr seht, es gibt verschiedene Varianten. Ich bin ja ein Mann des einfachen Tradens, das heißt, ich gehe gerne auf diese Zwischenhochs hier, sobald ich sie zumindest mal sehe. Aber auf diese Art und Weise kann man sogar etwas frühere Einstiege mit unterfinden, wenn die Situation eben so auskommt. Das wissen wir im Vorhinein nicht. Bitte deshalb niemals sagen, ja, aber das ist ja nicht immer so. Nein, natürlich, das ist ganz oft immer nicht so. Aber wenn es passiert, dann haben wir ein echtes Indiz, was der Markt da macht. Also aus meiner Sicht gar nicht so schlecht, jetzt erstmal auf den Rücksetzer zu warten. Jetzt nicht unbedingt jetzt hier auf die Long-Seite zu gehen. Vorsichtig, sowas hier ist nicht ein Anzeichen, dass der Markt sofort drehen kann. Das kann auch dann immer noch ein ganzes Stück weiter steigen, auch wenn der hier schon im oberen eigentlich überkauften Bereich ist. Aber wie gesagt, der nächste Rücksetzer gibt auch ein schönes Stop-Niveau dann, dass man dann sagen kann, okay, das ist ein Trade, der sich auch von den Risikoverhältnissen nachher wieder lohnt. Also gute Voraussetzung aktuell zumindest mal im kurzfristigen Chart. Wir sehen das hier eigentlich über die Indizes hinweg, dass der aktuelle Markt zumindest mal die Gegenrichtung hier durchaus auf dem Plan hat. Wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Ich denke mal, aber Rücksetzer, die wir jetzt hier auf der schwachen Seite haben, wären wunderschön geeignet, um dann die Long-Seite nochmal mitzunehmen. Also, um dann zu sagen, hey, jetzt gucken wir noch mal einmal das größere Bild dann an hier. Jetzt hatten wir doch hier vorne irgendwie eine Bewegung, hier so eine größere Gegenbewegung, hier wieder so eine 1, 2, 3, 4, vielleicht 5. Hier das Auslaufmodell. Und wenn wir jetzt erstmal wieder eine etwas größere Gegenbewegung, da rede ich noch nicht davon, dass der Kurs hier hingeht, aber zumindest mal ein gutes Stück nach oben. Also für all diejenigen, die auch mal intraday oder für viele Stunden eine Richtung mitnehmen wollen, solche Szenarien sind gar nicht so untypisch und böten dann neues Terrain, um dann entweder die Long-Seite mitzunehmen, in so einem Fall, oder auf die Short-Seite zu wechseln, wenn er dann von dort wieder so etwas macht. So ähnlich wie wir das hier auch haben. Also auch hier sind Gegenbewegungen durchaus dann geeignet. Wir sehen das hier vorne ja wieder ein Schub und die wackelige Seite war nach oben, um dann die ursprüngliche Trendrichtung dann wieder aufzunehmen. Ihr seht, das Spiel ist eigentlich immer das Gleiche. Lasst doch den alten Mann nicht immer das Gleiche erzählen. Aber so ist es nun mal an der Börse. Das ist das grundsätzliche Verfahren. Man kann variieren, wie gesagt, ob man zum Beispiel mit einem Indikatormodell oder mit einem Zwischenhoch hier reinkommt in den Markt. Das sind alles so Möglichkeiten, die man da angehen kann. Sucht euch das Verfahren raus, was für euch da am sinnvollsten ist. Dafür drücke ich euch die Daumen.
und wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, euch alles Gute für heute erstmal. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.